Willkommen bei Hearthstone Duellos mit dem Dastonus und dem Patrikus. Ihr Huanzuinos. Astronautus Las Kakalus in die Atmosphärus. Alles klar. Ja, das heißt auf Deutsch, Astronauten kacken in die Atmosphäre. Dann stimmt sogar. Ja, Astronautus Los Kakarus in die Atmosphärus. Ja. Das war hurensöhnisch. Richtig hurensöhnisch, Alter. Kein Bock auf die Karte, kein Bock auf die Karte. Krieg ich wahrscheinlich schöne hohe Karten. Ja, eine hohe Karte, war mir klar. Ne? Kriegst zwar zwei niedrige, die kannst du aber nicht so gut gebrauchen. Was gibt der dir? Eine, okay, die ist gut. Und die andere, 6. Spielen wir das. Jawohl, haut direkt auf Kacke hier. Ja, Vollkontakt hier. Vollkontakt, à la Honda, komm ran, Opfer. Was ihr wollt. Machst jetzt den Hardy, oder was? Hardy, das ist Haftbefehl. Ja. Aber die macht deine Aufnahme voll häufig Haftbefehl nach. Echt? Ja. So, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hat der aber bei Subnautica schon voll häufig gemacht oder bei Slime Ranger. Ja? Wenn ich richtig bin, da zu reden, dann weiß er, jetzt kommt wieder Haftbefehl. Ach so! Jetzt weiß ich, was du meinst, aber das hat es doch gar nicht so angehört, wie Haftbefehl das gemacht hat. Soll aber Haftbefehl darstellen. Ja, okay. Weil der hat über Shuffle hat der Haftbefehl überhaupt mal Lieder von dem gehört. So. Ja, auf die habe ich gerade keinen Bock. Und logischerweise hat er sich darüber auch kaputt gelacht. Ja, und verdonnen. Macht ihn jetzt ab und zu mal ein bisschen nach. Das ist verständlich. Also nach im Sinne von, wenn er behindert redet, weiß er alles klar, er meint jetzt Haft. Ja, klar, okay. Na, ja, das wusste ich nicht. Bumran, Opfer, Honda, Vollkontakt, à la Honda, fuck off. So. Ich kann einfach null Text von dem. Außer Realität. Geht hinter mir in Deckung. Das ist das Einzige, was ich aus seinen Texten kenne. Ja, Realität kennt ja jeder. Ja. Das ist ja wirklich Realität, also. das jeder kennt, ist wirklich Realität. Das ist das Einzige, was ich aus seinen Texten kenne, ey. Könnte daran liegen, dass ich Haft nicht höre, aber... Das ist nur so eine Vermutung. Ja, Quatsch, hörst du nicht? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee. Hört doch jeder. Ich würde ihn hören, wenn er nicht so einen behinderten Flow hat. Und seine Texte deutsch wären. Nicht, ich bin gerade nach Deutschland gekommen und versuche jetzt einfach mal nachzuahmen. Ja. Ne, das lohnt sich nicht. Na, was ist? Weiß nicht, was du spielen willst. Spielen wir das? Ja, gib mir die doch. Gib mir. Leck mich, Dom. Komm hier. Ey, du hast wenigstens ein paar Karten auf der Hand, ne? Ja, schön. Davon ist, warte, wieder mal eine doppelt. Die da liegt, habe ich auch. Boah, das ist so ein Basisdeck, ne? Du hast einfach... Bei von 30 Karten hast du 15. Weil der Rest einfach nur mal alles doppelt ist. So, viel Spaß. Kannst du mir schön hier in den Arsch ficken, Alter. Ja. Gib's mir jetzt Arschloch, Alter. Ist und jetzt ist tot. Feierabend. Boom. Hat er nicht getan. Und jetzt vernichtet alle feindlichen Diener. Oder alle verletzten Diener. Das wäre nice, ja. Die bringt mir jetzt richtig viel, wa? Ja, egal. Du hast mich sowieso kalt gemacht. So. Na gut, 10 Schaden. Ich hab meinen Tod ohne Runde rausgezögert. Wow. Ja, warte ab, vielleicht kommt jetzt noch die Oberkarte des Überherrn. Zum Beispiel
alle Diener 4 Schaden, dann hättest du jetzt noch übelst die Chance. Also die Karte gibt's aber nur. Ja, die musst du freischalten. Du hast wahrscheinlich Basisdeck von Jaina, ne? Logischerweise. Weil Jaina hat so eine geile Karte, die kostet zwar 7 Mana, aber fügt allen feindlichen Dienern 4 Schaden zu. Damit hättest du jetzt alle getötet, bis auf diesen Ansturmspot, und den kannst du ja mit deinem Feuerball dann noch. Ja, klar. Also die geht richtig ab, die Karte. Doch richtig gemein, weil da kannst du. Das ist, weißt du, du baust so eine riesen Armee auf und hinterher war irgendwie alles für die Cuts dann, weißt du? Ja, gut. Da musst du mal rechnen. Das Schlimme ist einfach so. Egal was ich spiele, den Ton kann ich nicht abwehren. Ich frage mich, ob. Ah, okay. Komm. Spielen wir das so. Spielen wir das so. Habe ich dir wenigstens nochmal 3 Schaden gegeben. Ich habe dir 3 Schaden in dieser Partie gegeben. Lecco mi amacho. Will ich auch haben? Dann will ich die auch noch ausspielen. Du Spaß. Achso, die habe ich übrigens auch auf der Hand nochmal, ne? So. Weil, wenn, dann muss man da doppelt rausballern. Ja, natürlich. Das ist schon Pflichtprogramm in dem Game. Boah. So, nächstes Spiel. Komm, jetzt spiele ich mal. Ne. Ja. 2 Spiele pro Aufnahme. So, war das 2? Ne, wir hatten erst 1. Ah, stimmt, klar. Sorry, Priester. Stimmt. Ich hab mich schon gewundert, ich so, warte mal. Wollte ich mal Falsches sagen, mal kurz überlegen, aber ne, wir hatten 1. Ja. Er kommt davor, wenn man schon 5 Fail-Runden hinter sich hat. Guck mal, jetzt haben wir die Charaktere getauscht. Achso, ja, gut, komm mal machen. Du hast ja jetzt gerade Jaina gehabt. Und jetzt. Ich denke aber. Du wirst nicht 15 Karten zum Spielen haben. Boom! Aufs Maul. Jetzt hast du aber richtig. Jetzt haust du aber einen raus. Ja, jetzt habe ich dir richtig in die Fresse gewichst. Jetzt, ne? Haust du mir aber richtig in die Fresse, ja, ne? Jetzt, ja. Willst du das aber wirklich wissen, oder? Ja, und weißt du, was ich jetzt mache? Oh nein. Nein. Die so richtig die Faust in dein Arschloch schieben. Sagen wir so, ich habe dir jetzt schon mal mehr Schaden gemacht als letzte Runde. Letzten beiden Runden. Das stimmt. Wenn du davor die Aufnahme noch bedenkst. Cool, juckt mich nicht, brauche ich nicht. Die könnte ich sogar ausspielen. Ja, dann spiele ich die aus. Soll ich ihn jetzt vernichten, komm. Kann ich nicht. Ich guck mal. Klar. Hast du jetzt mit der Entscheidung hin und her, zack, zack, zack. Machen wir das. Machen wir das. Alles klar. War krank, ne? Ja. Ja, vielleicht gibt ja die Karte für einen Priester, dass die ich weiß ganz schön viel. Leben und Angriff gleichgesetzt wird. Ich bin eingefroren. Ja, ist jetzt so ist kalt. Dir ganz kalt, du musst bibbern. Bibber. Nice, die Karte liebe ich. Jetzt kommt das. Da kann übelst der Bull. Joho. Nice. So, die kostet jetzt nur noch 1 Mana. Die kann ich also gut setzen. Mhm. Was ist, was mach ich jetzt? Bis? Ja, ich mach das. Hey. Hast du das gewusst? Was denn? Dass du nur ein Zombies. Nee, ach, das wusste ich nicht. Echt jetzt? Guck mal, ich kann zaubern. Ich spiele die Karte. Ich wähle die Option Klon. Wenigstens 2 Spots auf dem Feld. Ja, immer doch, du Wichser. Gerne doch. Sofort. Ene, mene, mu, und raus bin ich. Greif sie einfach selber an. Ob ich jetzt einen Diener habe, eine Nebenoption oder einen Helden. Interessiert herzlich wenig.
Ah, war das hier? Denn weniger Langeweile. Als billig ist günstig. Lerne. Die Karte, die 7 Mana kostet, ne? Mhm. Und allen feindlichen Dienern 4 Schaden zufügt, ne? Die hast du jetzt, ich weiß. Genau, und dank der Inspirationskarte plus Zauberschaden plus 1 hat die jetzt schon Macht, fügt allen Dienern 5 Schaden zu. Mache ich das jetzt nochmal, fügt die allen Chinern 6 Schaden zu. Allen Chinern? Allen Chinern. Was haben die Chinesen denn jetzt mit zu tun? Weiß ich auch nicht. Na gut, das hätte ich auch gemacht. Die ist echt gefährlich, die Karte. Musst du echt aufpassen. Die ist wirklich gefährlich, ehrlich jetzt. Du lachst darüber, aber hör mal, damit ist nicht zu spaßen. Mhm. Würde ich auch wie mit sagen. Judenwitzen. So. Boah. Sofort. Oh, Alter. Ja, ich bin ja wieder der, jetzt bin ich auch der Volksverhetzer. Ja, ich wollte gerade sagen, pass auf, ist gleich mal angezeigt. Weil Deutschland zensiert nicht. Das macht Deutschland nicht. Ja. Kann ich dir bei aus deiner Langeweile? Kann ich dir bei der Armeeerstellung behilflich sein? Nee, gerade nicht, du. Mir geht's super. Ja. War das ja. Logischste, was ich machen konnte. Weil ob ich jetzt deinem Helden oder einen der 3 Karten einen Schaden zufüge oder meinem Sport. Oh, das Sport. Ist heftig. Es gibt ja eine Karte, die kostet 1 Mana für den, hier Dingens, ne? Für den hier, Magier. So, dann, normalerweise kostet die 1 Mana verursacht 3 Schaden auf zufällige Feinde. Dank der Inspirationskarte jetzt schon 5 Schaden. Jetzt mache ich das nochmal. 1 Mana, 6 Schaden auf zufällige Feinde. Jetzt kannst du nur allen feindlichen Dienern. Du 7. Bist tot. Ja. 2, 3, 4, 5, 6. Sag ich ja, das hätte ich gar nicht abfinden können. Nee. Was ne Kacke, ey. Ja, Freunde, wird Zeit für eigene Decks. Das wird am Wochenende gemacht. Auf jeden Fall. Und davor zocke ich auch kein Duels mehr. Also das nächste Mal, wenn wir Duels spielen, werdet ihr diese Seite sehen. Mit mindestens 1,5 Reihen. Mindestens. Ja. Deswegen, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei einem schönen Verlust von mir, dem Lappen, der den anderen Lappen nächstes Mal fangen wird. Ciao.